S-Bahnhof Lichtenrade entsteht ein neuer Bahnsteig. Er wird aus der Unterführung über Treppen und zwei Aufzüge zu erreichen sein. Die Gleise werden zu beiden Seiten und mittig der S- und Fernbahntrasse im gesamten Abschnitt Lichtenrade mit Lärmschutzwänden in einer Höhe bis 5 Meter ausgestattet. Außerdem erhalten die Gleise eine besondere lärmmindernde Pflege. In den Bereichen, in denen Wohngebiete unmittelbar an die Strecke angrenzen, wird der Oberbau der Fernbahn in einer erschütterungsmindernden Bauweise erstellt. Sie sind der Vorsitzende der Bürgerinitiative Lichtenrade Dresdner Bahn und kämpfen seit 20 Jahren leider erfolglos gegen die Bahn. Was ist denn so das Fazit dieser 20 Jahre? Ja, das Fazit ist schwer zu sagen. Wir haben uns 20 Jahre natürlich alle Mühe gegeben, das zu verhindern, was nun jetzt leider realisiert wird. Wir waren bei Spreti und Pleti, wie wir Berliner sagen. Wir haben sehr viel mit Politikern gesprochen, die uns allesamt ihre Unterstützung zugesagt haben. Aber die Entscheidungsträger sind eben andere gewesen. Das war die Deutsche Bahn und das war letztendlich die Bürokratie im Verkehrsministerium. Und ob die jemals wirklich überlegt haben, ernsthaft, ob sie unseren Vorschlägen folgen wollen, wissen die nur selbst. Eigentlich kann man es gar nicht so richtig glauben, denn hätten Sie das gewollt, hätten Sie ja zumindest die Tunnellösung auch planerisch vorangebracht, sodass man sie dann auch hätte umsetzen können. Und als dann Berlin als letztes auch noch uns im Stich gelassen hat mit dem Amtsantritt von Herrn Müller, der dann durch seinen neuen Bausenator trotz entsprechender Koalitionsvereinbarung hat verkünden lassen, Tunnel in Lichtenrade werde nicht unterstützt. Da hatten wir leider Gottes wenig Möglichkeiten noch, außer eben zu klagen in Leipzig. Aber auch das war natürlich nur ein Notbehelf. Letztendlich hätte es einer politischen Entscheidung bedurft und die ist nicht zu unserem Gunsten getroffen worden. Die Dresdner Bahn soll wieder an Bedeutung gewinnen und für den modernen Regional- und Fernverkehr aufgebaut werden. Auf der Strecke, die seit 1875 existiert, fährt derzeit die S-Bahn-Linie 2. Außerdem ist sie für den Güterverkehr zugelassen. Moderne elektrische Züge des Regional- und Fernverkehrs können auf der jetzigen Strecke nicht fahren, da sie ein anderes Stromnetz nutzen, Wechselstrom anstelle von Gleichstrom. Daher werden zwei neue, mit Oberleitung überspannte Gleise gebaut. Die Dresdner Bahn spielt eine wichtige Rolle im Verkehrskonzept Knoten Berlin. Mit ihr kann der Verkehr in Richtung Süden entflochten werden. Sie ist die Verbindung aus Berlin in Richtung Südosten. Nur so kann der Flughafen Berlin-Brandenburg, kurz BER, optimal mit dem Berliner Zentrum verbunden werden. Das Ziel ist ein viertelstündlicher Flughafenshuttle, der in 20 Minuten den BER mit dem Berliner Hauptbahnhof verbindet,
Eine Fahrzeit, die nur über die Dresdner Bahn möglich ist. Ja, im Briefkasten habe ich ja öfter mal so ein Blättchen von der Deutschen Bahn, dass unsere Baustelle, so schreiben sie, kann schon mal zu echten Nervensäge werden. Ja, das sehe ich auch so. Wie war das mit den Schallschutzwänden? Man hat angefangen, aber die waren noch nicht da. Was können Sie uns darüber berichten? Ja, die Bahn hat auf der westlichen Seite ja die Schallschutzwand errichtet, bevor sie angefangen hat zu bauen. Das war auch in Ordnung soweit. Was sie nicht bedacht hat, war, dass sie dann die S-Bahn umgelegt hat, nahe an die Schallschutzwand dran. Und da die so nahe an der Schallschutzwand ist, reflektiert der Schall der S-Bahn natürlich zur anderen Seite hin, nämlich zur östlichen Seite. Und die östliche Schallschutzwand ist eben noch nicht errichtet worden. Sie hätte jetzt längst im Bau sein können, denn die S-Bahn ist seit über einem Jahr umgelegt. Damit besteht ja eigentlich Baufreiheit. Hätte man das vernünftig geplant, hätte man unmittelbar danach anfangen können. Aber die Bahn hatte es erst für Herbst 22 überhaupt geplant und auf unseren Druck hin ist sie immerhin etwas entgegengekommen und will sie erst im September diesen Jahres anfangen. Aber befriedigend ist das natürlich nicht, denn nicht bloß die Bauarbeiten stören, auch der Lärm durch die S-Bahn ist auf der östlichen Seite stärker geworden. Das hätte bei einer bürgerfreundlicheren Planung natürlich anders laufen müssen. Die direkte Verbindung in Richtung Südosten hat aber auch für den Fernverkehr eine wichtige Bedeutung. Durch den Ausbau der Strecke Berlin-Dresden wird die Reisezeit zwischen den Hauptbahnhöfen nach und nach verkürzt. Von 2 Stunden 4 Minuten im Jahr 2015 auf 1 Stunde 42 Minuten im Jahr 2020. Nach Abschluss aller Bauvorhaben soll die Fahrzeit 1 Stunde 20 Minuten betragen. Die Realisierung der Dresdner Bahn trägt dazu eine Fahrzeitreduzierung von 10 Minuten bei. Ja, Herr Rösler, dann doch noch mal so die Argumentation der Reisenden. Die werden ja jetzt Vorteile davon haben. Sie werden schneller zum BER kommen, sie werden schneller nach Dresden kommen, weiter nach Prag. Aber wir Anwohner, wir leiden ja nun wirklich durch Staub und Schmutz. Wir haben hier gerade den Schienenersatzverkehr. Ich war gerade heute unterwegs, also über eine Stunde, wo ich sonst eine halbe Stunde brauche. Was können Sie so sagen? Was sind die Argumente jetzt dafür, dass wir das wirklich ertragen müssen? Ja, wir müssen es ertragen. Es ist ja, muss man auch gerechterweise sagen, bei keinem derartigen Bauvorhaben zu vermeiden, dass die Anwohner darunter leiden. Das wäre natürlich bei einer Tunnellösung etwas anderes gewesen, aber das Argument hat ja nicht entsprechend gezogen. Die Bahn könnte nur eben auch selber versuchen, die Sache erträglicher zu machen. Nur die Bahn, gerade jetzt auch in letzter Zeit durch Wechsel in der Projektleitung, ist eben darauf fixiert zu bauen und denen sind die Anwohner offensichtlich völlig egal. Man sieht es beispielsweise jetzt, der Bahnhof wird ja gerade abgerissen hier hinter uns. Und ein Ersatzbahnsteig ist gebaut worden oder wird demnächst fertiggestellt und soll ab August in Betrieb gehen. Und der Weg führt eben um den ganzen Platz herum, anstatt hier gleich gerade durchzuführen. Aber die Bahn will das nicht. Die hat alle möglichen Argumente, die man immer vorschiebt, wenn man irgendetwas nicht will, es zu verweigern. Es zeigt einfach, dass die Bahn zwar nach außen hin so tut, als sei sie anwohnerfreundlich und würde versuchen, das so gering wie möglich zu halten, aber sie könnte in der Beziehung natürlich auch deutlich mehr tun. Und die Dresdner Bahn hat eine wichtige Entlastungsfunktion. Mit der Inbetriebnahme der Aus- und Neubaustrecke VDE 8 hat sich seit 2017 die Fahrzeit zwischen Berlin und München auf rund 4 Stunden verkürzt. Es rollen mehr Expresszüge in Richtung München und Frankfurt über die Anhalter Bahn.
Nur indem die Dresdner Bahn mittelfristig den Verkehr in Richtung Südosten aufnimmt, können Pünktlichkeit und Betriebsqualität auf der schnellen Nord-Süd-Magistrale gesichert werden. Ja, so nach 20 Jahren, was kann so eine Bürgerinitiative noch erreichen? Man hat jetzt diese Tunnellösung, hat man nicht erreichen können. Wir wissen auch, dass es hier also eine sehr starke Steigung geben wird. Ich dachte so an die Fahrradfahrer. Ich weiß nicht, sagen Sie mal, wie viel Prozent sind es, die sich hier durchquälen müssen? Was meinen Sie, können Sie jetzt noch erreichen? Also die Steigung ist etwa 8,5%. Wer den Übergang in der Dragestraße kennt, der ja auch sehr steil ist, der sind 4,5%, also 8,5%. Wir haben sehr deutlich gesagt, wir halten es geradezu für irrsinnig. Da ist auch die Bushaltestelle wird da auch sein. Und wenn Radfahrer wirklich mit Schwung runterkommen und der Bus fährt los, da kann man sich die Situation ja vorstellen. Ja, was können wir erreichen? Wir können bestenfalls immer wieder auch im Wege Mobilisierung der Öffentlichkeit Druck machen, dass das eine oder andere eben möglichst anwohnerfreundlich geregelt wird. Gerade wenn die Bauarbeiten jetzt hier in dem Abschnitt richtig losgehen, etwa wenn man an Nacht- und Sonntagarbeit denkt, dass man das sehr genau kontrolliert, wie weit so etwas wirklich erforderlich ist. Da haben wir auch durchaus noch Geld in petto, um schlimmstenfalls dagegen gerichtlich vorzugehen. Und nur ansonsten, man muss sagen, in der Ansprache selbst ist die Bahn absolut beratungsresistent und das ist etwas, was bei einem Staatsbetrieb eigentlich nicht sein dürfte. Man muss sozusagen über den Bundestagsabgeordneten und den Minister gehen, um irgendetwas zu erreichen, aber es ist albern, bei solchen Kleinigkeiten so einen Aufwand zu machen. Wir selbst haben uns vorgenommen, so lange zumindest bestehen zu bleiben, wie der Bau nicht abgeschlossen ist, um eben, wenn es noch schlimmer wird, ein Schutz für die Anwohner zu sein, das Schlimmste abzuwenden. Aber in der Sache selbst ist natürlich die Entscheidung gefallen, das wird so realisiert. Und wir selbst haben von der Verkürzung der Fahrzeit überhaupt nichts, natürlich in Lichtenrade, denn hier gibt es ja keine Haltestelle der Bahn. Wir müssen selbst zum Hauptbahnhof fahren, um dann vom Hauptbahnhof zum BER zu fahren. Aber das ist in der Planung so beschlossen worden und dagegen ist man jetzt hinterher machtlos. Die Dresdner Bahn führt über 16 Kilometer von Berlin-Südkreuz nach Blankenfelde. Die wiederaufgebaute zweigleisige Fernbahnstrecke mit Oberleitung entsteht östlich der bestehenden S-Bahn-Trasse. Dort, wo sie auf der bisherigen Strecke verläuft, wird die S-Bahn westlich neu errichtet. Der Ausbau ist in 4 Abschnitte aufgeteilt. Abschnitt 1, Marienfelde. Abschnitt 2, Lichtenrade. Abschnitt 3, Blankenfelde-Marlow und Abschnitt 4, Schöneberg. Bis zur Landesgrenze Berlin-Brandenburg, Ende Abschnitt 2, ist eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km pro Stunde auf der Strecke vorgesehen. Dahinter in Brandenburg im Abschnitt 3 können 200 km pro Stunde gefahren werden. Wann wird es fertig sein? Und werden wir uns dann hier wieder treffen und feiern wir mit? Oder sind Sie da so ganz pessimistisch oder doch so ein bisschen optimistisch? Naja, also es soll fertig sein 2025, wenn man weiß, wie in Berlin gebaut wird und auch den Fortschritt so an einzelnen Baustellen sieht, ist man sehr skeptisch, dass es eingehalten wird. Aber wir sind keine Hellseher. Ob wir uns dann wiedersehen, hängt davon ab, wie gesund wir da noch sind. Und sicherlich werden wir uns nicht zum Feiern hier sehen, sondern das für Lichtenrade, denke ich, ist das Ganze insgesamt ein trauriger Tag. Es ist ja nicht bloß der Lärm und die Erschütterung, sondern es ist die Zerstörung der ganzen Infrastruktur, der ganzen gewachsenen Struktur hier in der Bahnhofstraße, die ja selbst überhaupt nicht weiter berücksichtigt wurde, auch im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nicht berücksichtigt werden konnte, weil eben Berlin nicht mitgespielt hat und sich nicht dagegen gewehrt hat. Ja, dann bedanke ich mich, Herr Rösner, und wünsche weiterhin Erfolg in dieser Bürgerinitiative Lichtenrade Dresdner Bahn. Dankeschön, danke Ihnen.
Aus der Dresdner Bahn wird eine moderne Eisenbahnstrecke. Damit wird sie wieder zu ihrer alten Bedeutung finden, als Tor von Berlin in Richtung Südosten.